Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Im vergangenen Schuljahr ist Corona-bedingt circa ein Drittel des Unterrichts ausgefallen. Bildungsforscher sagen, unsere Kinder bezahlen das im Durchschnitt mit rund 3 bis 4% geringerem Erwerbseinkommen über das gesamte Berufsleben gerechnet. Dieser niederschmetternde Befund darf uns nicht kalt lassen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bildungs- und Lebenschancen sind in Deutschland ungleich verteilt, das wissen wir alle. Der wochenlange Unterrichtsausfall hat dieses Problem allerdings dramatisch verschärft. Das System Schule ist vor unser aller Augen zusammengebrochen. Schonungslos hat die Corona-Krise die digitalen Defizite an deutschen Schulen für uns alle sichtbar gemacht. Während in anderen Ländern der Unterricht von heute auf morgen digital stattfinden konnte, waren viele Schulen hierzulande darauf völlig unvorbereitet. Wochenlang haben wir die Bildungschancen junger Menschen auf der Straße liegen lassen. Meine Damen und Herren, das ist ein Armutszeugnis. Den meisten Schulen fehlte es schlicht am nötigsten für den digitalen Unterricht. Keine didaktisch ansprechenden digitalen Lerninhalte, keine funktionierenden Lernplattformen, um Übungsaufgaben hochzuladen, keine Lernmanagementsysteme, um den Lernfortschritt der Schüler zu beobachten und individuell zu unterstützen. Und nicht zuletzt heillose Überforderung der Lehrkräfte mit ungeklärten Datenschutzfragen. Was für eine Farce in Anbetracht des großen Engagements vieler Schüler, Lehrkräfte und Eltern, die das Schuljahr doch noch zu retten versuchten. Dieser Totalausfall muss ein Weckruf sein. Gefragt wäre jetzt die Bildungsministerin. Ganz kurz ist sie ja auch im März aufgetaucht. Ein paar zusätzliche Mittel für die Tablets bedürftiger Schüler, die Schulcloud und IT-Administratoren. Alles richtig, aber davon ist in den Schulen gar nichts angekommen. Rund 5,5 Milliarden Euro hat das Bundesbildungsministerium im Digitalpakt Schule vor über einem Jahr dafür bereitgestellt. Doch die versauern auf dem Konto der Bundesregierung. Lediglich ein Bruchteil, nämlich 125 Millionen Euro, wurden den Schulen bislang ausbezahlt. Das sind gerade einmal 2,5% des Gesamtvolumens. Und was macht Ministerin Karliczek? Statt einen Weg zu finden, wie das Geld an die Schulen kommt, zuckt sie nur mit den Schultern und zeigt auf die Länder. Frau Karliczek, das ist Arbeitsverweigerung. Wie ist sie denn? Großartig. Vielleicht mag sie jemand ausrichten. Wir Freien Demokraten wollen, dass die Mittel des Digitalpakts endlich an den Schulen ankommen. Dafür müssen wir die bürokratischen Hürden im Antragsverfahren drastisch senken. Weder Schulen noch Schulträger haben Zeit und Personal, um hunderte Seiten Anträge und Hinweisblätter durchzuarbeiten. Für einen Volljuristen ist es vielleicht machbar, für jeden Schulleiter ist das aber eine Zumutung. Ändern Sie das endlich, damit die Mittel aus dem Digitalpakt endlich an den Schulen ankommen, Frau Karliczek. Dass die Digitalisierung an Schulen nur mit guten Konzepten gelingen kann, ist richtig. Allerdings hilft es niemandem, das Rad neu zu erfinden. Nicht jede Schule muss Zeit mit der Entwicklung eines schuleigenen Medienkonzepts vergeuden. Standardisierte Rahmenkonzepte, die gibt es schon heute, und Schulen sollten sie nutzen, erproben und währenddessen anpassen können. Dass das bisher nicht möglich ist, ist eine absolute Ressourcenverschwendung. Und zum Schluss, das allein wird nicht reichen, um die Möglichkeiten digitaler Bildung voll zu nutzen. Neben der digitalen Infrastruktur muss auch in Lernmanagementsysteme, Lehr- und Lernmaterialien, Administratoren, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften, Datenschutzstandards und Vorgaben investiert werden. Das alles muss ineinander greifen. Und dafür brauchen wir den Digitalpakt 2.0 dringender denn je. Unser Konzept liegt längst auf dem Tisch. Setzen Sie es endlich um, Ministerin Karliczek. Die Bildungschancen einer ganzen Generation stehen auf dem Spiel.